Komm zurück bei Harry Potter für die PS1. Sie haben jetzt alle drei Münzen eingesammelt, Mr. Potter. Ich hoffe, Sie geben sie mit Bedacht aus. Ich tue nur ein Drachenheil. Ich tue nur ein Drachenheil, mehr mache ich nicht. Wo gehen wir denn als erstes rein? Gehen wir mal hier rein. In die magische Menagerie. Da kriegen wir, glaube ich, die Krötenwarzen her. Ja. Willkommen in der magischen Menagerie, Mr. Potter. Ich habe Sie schon erwartet. Diese drei Warzen kosten eine Galeone. Zuerst müssen Sie jedoch meine violette Riesenkröte finden. Ich habe gerade erst eine Lieferung rausgeschickt und meine violette Riesenkröte hat sich entschlossen, sich unter den Kisten zu verstecken. Wenn Sie sie gefunden haben, verwenden Sie einen Weiche-Zurückfluch, um... Beeilen Sie sich! Sie mag es nicht besonders, wenn man ihr Warzen abpflückt. Sie wird verschwinden, nur um Sie zu ärgern. Zwei Kugeln haben wir. Wo ist denn die dritte jetzt? Sie sind wird doch unten geblieben. Da ist er doch. Hey. Wie ich sehe, haben Sie jetzt Ihre Warzen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Potter. Auf Wiedersehen. Das war schön. Das war schön. Was haben wir als nächstes? Was haben wir denn als nächstes? Gehen wir mal zu Ollivander. Holen uns eine Uhu-Feder. Ich hätte so gerne eine Eule. Ah, wie ich sehe, haben Sie die drei Knuts. Gehen Sie sich ruhig Ihre Pfauenfedern holen. Mein Pfau ist im Garten. Ich würde Ihnen raten, sich an ihn heranzuschleichen. Wenn er sich erschreckt, senkt er nämlich seine Federn herunter. Ich muss Sie warnen. Verwenden Sie bei einem Pfau niemals Ihren Zauberstab. Sie könnten sich selbst verletzen. Sehen Sie sich gut um. Hier stehen Kisten mit Sachen herum, die ich schon längst vergessen habe. Alter, bleib stehen. Alter! Ach, Nummer eins habe ich.
Das ist doch nur noch ein Stück gewesen. Ich muss es länger mal machen. Ich krieg einen Krabbelfinger von dem scheiß Viech. Es tut mir leid. Alter. Doch. Sie haben sich drei Federn geholt? Oh, ich wusste, dass Sie es schaffen würden. Alter Vater. Alter Vater. Ei, ei. So, es fehlt nur noch eine Uhu-Feder. Es wird nur noch eine Uhu-Feder. Da, 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 da. Ausgezeichnet! Sie haben drei Sickel. Damit können Sie sich eine Uhu-Feder kaufen. Mein Uhu ist in der Eulerei, aber er ist ziemlich nervös. Er muss noch gefüttert werden, bevor Sie eine seiner Federn haben können. Sein Futter liegt auf dem Tisch in der Eulerei. Der Wingardium Leviosa-Zauber hilft Ihnen dabei, den Uhu damit zu füttern. Verzaubern Sie das Futter? Wenn der Uhu satt ist, macht er erstmal ein Nickerchen. Sie können dann denselben Zauber verwenden, um die Feder in Ihren Besitz zu bringen. Viel Glück, Mr. Pot. Okay, holen wir uns eine Uhu-Feder. Oh, da sitzen ja noch mehr. Wingardium Leviosa. Vielleicht nochmal eine Erdnuss? Ich gehe mal davon aus, wenn ich die das zu hoch schnapp, dann schnabuliert mir irgendeiner das weg. Wingardium Leviosa. Ich schnapp doch bestimmt einer von den anderen Eulen Dinger weg, oder? Wingardium Leviosa. Okay, alle guten Dinge sind drei. Dann machen wir drei. Dann müssen das Ding doch, müssen der Uhu doch schlafen, oder? Wingardium Leviosa. Wollen wir mal die Uhu-Feder? Aber drei Dinger sind schon teuer für eine Feder. Nein, man nehme keinen Stein und man werfe die Uhu auch nicht mit einem Stein ab. Ich sehe, Sie haben die Feder bekommen. Gut gemacht und vielen Dank. Beehren Sie mich bald wieder, Mr. Potter. Und viele Grüße an Hedwig. Wiedersehen.
Immer alle drei Sachen? Hallo, Hagrid. Gut gemacht, Harry. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen, damit wir den armen Norbert heilen können. Endlich wieder zu Hause. Geben jetzt Norbert das Drachentonikum. Wir haben's geschafft, Harry. Norbert ist wieder wohlauf. Gott sei Dank. War so besorgt. Bin ja froh, dass es ihm besser geht, aber auch irgendwie traurig. Er ist jetzt alt genug, um sein Nest zu verlassen und für sich selbst zu sorgen. Er will jetzt für sich selbst sorgen, der Kleine. Will ihn aber hier behalten, damit ich mich um ihn kümmern kann. Den Drachen auf die Schüler loslassen. Ja, Hagrid. Super Idee. Bis gleich. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte. Und versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen. Suchen am besten getrennt nach dem Einhorn, Harry. Verletzte Einhörner findet man am besten, wenn man der silbernen Blutspur folgt. Müsste eigentlich gut zu sehen sein bei diesem Mondlicht. Folgt den silbernen Blutspuren, um das Einhorn zu finden. Sei vorsichtig, im Wald lauern viele Gefahren. Geh jetzt besser. Draco, der verzogene Bengel, wartet mit Fang auf mich. Wenn ich nicht bald zurück bin, hat Fang ihn möglicherweise aufgefressen. Cool. Natürlich. Flipendo. Hogwarts. Hogwarts ist voll sicher. Flipendo. Wie war das? Der verbotene Wald ist verboten? Aber mit 11 Jahren darf Harry da alleine rumstolzieren. Ist klar. Ich frage mich immer, ob das Tests von Dumbledore war, um zu gucken, ob Harry es auch schafft, zu überleben. Scheißegal, was passiert. In einem scheiß Wald, gegen Quirrell. Gegen eine Kackschlange. Es sind doch bestimmt alles Tests gewesen. Also hier auf dem Boden liegt auf jeden Fall Einhornblut. Ich sammle trotzdem mal hier die Dinger auf. Hallo. Oh, Alter, mir ist kalt. Ich krieg von dem verbotenen Wald, auch wenn das nur ein PS1-Spiel ist, echt eine Gänsehaut. Sammeln die mal trotzdem ein. Wir haben zwar 100 Stück.
aber... Incendio! Ich habe Punkte. Natürlich kriege ich dafür keine Punkte. Wir brauchen ein paar mehr Punkte, weil wir haben so ein Fürk mit dem Hauspokal. Das ist nicht so geil. Incendio! Gehen wir mal da lang. Hier ist nichts. Dann können wir ihn abschießen. Feuerschildkröte? Nachtwolf, hey! Okay, Nummer 1 haben wir. Oh, das ist Draco. Ah, Potter. Hagrid, der alte Trampel, hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, dass wir das Einhorn noch nicht gefunden haben. Ich glaube, Hagrid würde noch nicht einmal die Stiefel an seinen Füßen finden. Verlauf dich nicht, Potter. Vergiss nicht, hier im Wald ist es ziemlich gefährlich. Doch derjenige, der dauernd schreit. Incendio! Machen wir das mal weg. Da gibt's auch keine Punkte. Ja, alles gut. Alles gut. Au! Hagrid. Hast also die Blutspur des Einhorns gefunden, Harry? Weiß wirklich nicht, was die Einhörner getötet haben könnte. Hab nie zuvor von so etwas gehört. In diesem Wald gibt es etwas, das nicht hier sein sollte. Sei vorsichtig und bleib auf dem Weg. Ruf mich, wenn du was findest. Ey, umso weiter rein ich gehe, umso dunkler wird's. Hör mal hier lang. Hey. Ah! Au. Ach gut. Auch gut. Okay, da vorne sind wenigstens Schokofrösche. Rowena Ravenclaw,
Ich glaube, die brauchen wir nicht. Ist das gleiche Daten unbekannt? Einer der Mitbegründerin von Hogwarts. Nach ihr wurde einer der vier Häuser benannt. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu wissen. Die Soundeffekte sind aber auch anders stark. Bleib bei Suchti. Warum? Nur weil ich das auswendig kann? Incendio! Scheiße. Normal. Punkte kriege ich dafür bestimmt auch nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist doch voll eklig. Wie kann man Blut des Einhorns. Blut. Überhaupt Blut trinken? Scheißegal, ob es vom Einhorn ist oder nicht. Und damit Harry unmächtig. Und wir sehen uns gleich. In letzter Sekunde wurde Harry von einem Zentaur namens Firenze gerettet, der ihn dann auf seinem Rücken in Sicherheit brachte. Firenze erklärte, dass Einhornblut jemanden, der nur eine Handbreit vom Tod entfernt sei, am Leben erhalten könne. Harry wurde klar, dass der vermummte Mann, den er auf der Lichtung gesehen hatte, er, dessen Name nicht genannt werden darf, war Lord Voldemort. Das ist doch bescheuert. Warum sucht ihr sich einen Namen aus, wenn man den doch nicht aussprechen soll? Das war knapp, Harry. Man sollte jede Kreatur, die ein Einhorn tötet, um dessen Blut zu trinken, um jeden Preis meiden. Wenn es Lord Vol... Ich meine, er, dessen Name nicht genannt werden darf, war... Dann sei besser vorsichtig. Er ist sehr gefährlich. Hab ein Geschenk für dich, Harry. Hab es selbst gemacht. Eine Flöte. Kommt ja wie gerufen. Manche Kreaturen finden Musik sehr entspannend. Wenn du die richtige Melodie spielst, fangen sie sofort an zu schlafen. Erinnere mich noch an die Melodie, die ich meinem Fluffy immer vorspielte. Probier es mal an dieser Eule aus. Okay, du bist auch nicht der schlauste Mensch. Gebrauchen. Schläft tief und fest. Wünschte, Fluffy wäre so leicht zum Einschlafen zu bringen. Gehst jetzt am besten zum Unterricht zurück. Danke nee, das hat mal, einen Harry. Anderen Grund, warum ist ein du. Echter Freund. Nein, es gibt einen anderen Grund, warum du Lord Voldemort seinen Namen nicht aussprechen darfst. Ich habe einige Nachforschungen über Nicholas Flamel angestellt. Flamel? Den Zauberer, den Hagrid erwähnt hat. Er hat den Stein der Weisen erschaffen. Man sagt, er würde demjenigen, der ihn benutzt, ewiges Leben schenken. Wenn er wirklich hier ist, dann will Snape ihn sich unter den Nagel reißen. Was eigentlich bescheuert ist. Es gibt sogar Gerüchte dahingehend, dass du weißt schon, wer etwas damit zu tun hat. Wir müssen einen Weg finden, um an Fluffy vorbeizukommen. Dort ist der Stein mit Sicherheit versteckt. Ron und ich warten im dritten Stock auf dich. Bei der Tür, die zu Fluffy führt. Wir müssen den Stein zuerst bekommen. Na los, Ron, lass uns gehen. Ich denke schon. Das war's mit der Folge. Ich freue mich auf euch in der nächsten. Tschüss.